Hi, mein Name ist Philipp von Einfach besser golfen und heute zeige ich dir, wie du in 4 ganz einfachen Schritten den Golfschwung lernen kannst. Heute Teil Nummer 1, da geht es einfach darum, dass du lernen kannst, wie stellst du dich richtig zum Ball, das heißt, wie ist das richtige Setup und wie greifst du den Schläger richtig an. Dieses Video oder genauer gesagt diese Videoserie dreht sich eben wie gesagt darum, wie du lernen kannst, den Golfschwung ganz simpel zu lernen. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn abonnierst und klick bitte auf die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Also, wie bereits eingangs erwähnt, heute geht es darum, den Golfschwung in 4 ganz einfachen Schritten zu lernen. Und Schritt Nummer 1 ist eben das Setup, auf gut Deutsch gesagt, wie du dich richtig zum Ball hinstellst, und eben der Griff. Fangen wir an mit dem Setup. Und beim Setup gibt es für mich eigentlich nur eine wichtige Sache, dass du dich eben ausreichend aus dem Oberkörper beugst. Die Frage ist natürlich immer, wie viel ist ausreichend? Und der beste Trick dazu ist folgender. Ich möchte dich bitten, stell dich zu Hause bitte gleich auf quasi, weg, raus aus dem Sessel und mach diese Übung gemeinsam mit mir mit. Ich möchte dich bitten, du brauchst dazu nicht einmal einen Schläger, stell dich in deine gewohnte Grundhaltungsposition mehr oder weniger. Schulterbreiter Stand wäre hierzu ratsam, würde ich sagen. Und dann möchte ich dich bitten, lege in weiterer Folge deine Hände wirklich auf deinen Oberschenkel. Und nun möchte ich dich bitten, schau, dass du mit den Fingerkuppen des Mittelfingers bis zu deiner Kniescheibe runterkommst. Denn dadurch bekommst du biomechanisch gesehen dein optimales Setup. Gott sei Dank ist nicht jeder von uns gleich gebaut. Der eine hat etwas längere Arme, der andere vielleicht etwas längere Beine, der Oberkörper und Unterkörper ist vielleicht nicht ganz so wie bei jedem, Gott sei Dank. Dementsprechend ist meine Arbeit Gott sei Dank auch keine Fließbandarbeit. Also noch einmal ganz kurz zur Wiederholung. Um das optimale Setup zu finden, möchte ich dich einfach bitten, stell dich hin, leg deine normalen Hände mehr oder weniger auf deinen Oberschenkel und versuch wirklich einmal bis Kniescheibe einfach runterzufahren. Und damit ergibt sich für dich ein gewisser Oberkörperwinkel. Damit ergibt sich für dich ein gewisser Kniewinkel und das ist genau der Knie- und Oberkörperwinkel, der für dich persönlich eben individuell perfekt ist. Das heißt, einmal noch ganz kurz zur Wiederholung, Hände am Oberschenkel und dann versuchst du mit den Fingerkuppen des Mittelfingers bis zur Kniescheibe runterzukommen. Und das ist deine optimale Haltung, wie du den Ball schlagen solltest. Das ist eben das Setup. Kommen wir nun zu Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 2, der richtige Griff. Und beim Griff gibt es immer zwei Sachen, die ich predige, mehr oder weniger. Nämlich Nummer 1, das Verhältnis aus Fingern und Handfläche. Das heißt, wie sehr sollte der Schläger in den Fingern gegriffen sein? Beziehungsweise, wie sehr sollte der Schläger eben in der Handfläche gegriffen sein? Nummer 1. Und Nummer 2 ist eben, wie stark oder schwach man den Schläger greifen sollte. Stark und schwach im Golfsport hat nichts mit fest und locker zu tun, sondern wie weit nach rechts verdreht, für uns rechtsspielende Golfer, die linke Hand oder die Hände am Golfschläger sind, beziehungsweise wie weit nach links verdreht die Hände am Golfschläger sind. Und in dem Fall möchte ich einfach dich bitten, dass du versuchst, deinen ganz, ganz guten roten Faden zu erarbeiten. Dass du einfach eine gewisse Sicherheit hast, wie du immer richtig am Ball stehst und eben auch den Schläger richtig greifst. Fangen wir an bei Punkt Nummer 1, das Verhältnis aus Fingern und Handfläche. Und die beste Übung, um das zu bekommen, das Gefühl zu bekommen, was eben ein gutes Verhältnis zwischen Fingern und Handfläche ist, ist die. Ich möchte dich bitten als rechtsspielender Golfer, mach die Übung gleich mit mir gemeinsam mit, bitte. Nimm den Schläger nur in deiner linken Hand, in der Hand mit dem Handschuh und leg bitte den Schläger bei deiner linken Schulter ab. Und du wirst merken, über das Gegengewicht hinten wird hier vorne den Schlägergriff wirklich schön in deine Finger reinziehen. Und genau diese Art von Griff brauchen wir eben, weil nämlich dann kann mein Handgelenk winkeln und eben auch entwinkeln, ohne dass dabei mein linker Arm beugen muss. Und genau das ist eine von den 4 Grundbewegungen im Golfschwung. Würde ich den Schläger wirklich schlecht angreifen, das möchte ich dich auch bitten, mach's gleich mal zu Hause mit, greif den Schläger mal wirklich in der Handfläche an, dann wirst du merken, das funktioniert leider nicht mehr so, wie du es gerne hättest. Dementsprechend wird dein linker Arm beugen und du wirst merken, der Golfschwung wird wesentlich komplexer als mit einem guten Griff. Das heißt, noch einmal ganz kurz zur Wiederholung,
das Verhältnis aus Finger- und Handfläche. Die beste Übung ist die, du nimmst den Schläger in deine linke Hand und legst ihn auf deiner linken Schulter ab. Denn damit wird es hier deinen Griff wirklich schön in die Finger reinziehen. Kommen wir nun zur zweiten Sache, was den Griff betrifft, nämlich wie stark oder schwach die Hände am Griff sein sollten. Und die beste Übung für mich ist wieder die, naja, da gibt es eigentlich keine Übung dazu, sondern einfach zwei ganz, ganz wichtige Checkpunkte, und das sind die. Ich möchte dich bitten, schau, dass auf der einen Seite das Dreieck hier, gebildet aus Daumen und Zeigefinger der linken Hand, auf deine rechte Schulter zeigt, genauso wie das Dreieck hier aus Daumen und Zeigefinger der rechten Hand. Ich möchte eben, dass sowohl das Dreieck der linken Hand als auch das Dreieck der rechten Hand, gebildet aus Daumen und Zeigefinger, auf deine rechte Schulter zeigt. Denn dann ist der Griff ganz neutral. Und damit wirst du es schaffen, die Schlagfläche wiederholbar zum Ball zurückzubringen. Das heißt, einmal noch ganz kurz zur Wiederholung, Griff und Setup. Was sind die wichtigsten Punkte? Nummer 1, ich möchte dich bitten, schau wirklich, dass du dich gut hinstellst. Leg deinen rechten Arm am Oberschenkel ab und fahr mal bis zur Kniescheibe runter. Und schau, dass die Fingerkuppe des Mittelfingers wirklich bei der Kniescheibe ankommt. Nummer 1. Nummer 2. Nimm eben den Schläger nur in der linken Hand und leg ihn auf deine linke Schulter. Du wirst merken, wie das Gegengewicht hinten zieht, ihn hier richtig schön in die Finger rein. Damit kann der Schläger winkeln und entwinkeln, und das ist wiederum eine der 4 Grundbewegungen im Golfschwung. Und Nummer 3 ist eben der richtige Griff. Da geht es einfach darum, dass das Dreieck hier aus Daumen und Zeigefinger der linken Hand und auch das Dreieck hier aus Daumen und Zeigefinger der rechten Hand, beide möchte ich gern das auf die rechte Schulter zeigen. Und dann stehst du richtig am Ball und hast den Schläger richtig in der Hand. Dementsprechend bist du den meisten schon einen Schritt voraus. Los geht's. Abschließend möchte ich mich wie immer wahnsinnig bei dir fürs Zuschauen bedanken und hoffe, dass dir dieses Video gut gefallen hat. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn abonnierst, und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du meinen Kanal deinen Golffreunden und Bekannten weiterempfiehlst, damit dieser Kanal hier weiter wachsen kann. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag, ein schönes Spiel. Ciao. I can't regret leaving you alone until you find your way back home.